Guter Reiz mit Bosch Performance CX. Auch hier gibt es eine Story zu dem Rad. Die Farbe, die hast du auch ein bisschen, ist ein bisschen auf deinem Mist auch mitgewachsen, ja? Wahrscheinlich, ja. So, was ist denn das für eine Farbe? So Eierschalengrau. Ist das Audi? Nee, ist ein bisschen heller, oder? Bisschen heller. Ich fand's schön, obwohl ich es auf der Messe gesehen habe. Da dachte ich so, komm, die Farbe nehmen wir. Man muss es erwähnen, weil es ist nicht weiß. Die Optik spielt eine große Rolle bei der Entscheidung. Leute kommen rein, so der 5-Sekunden-Test, besteht das Guter Reiz? Ich würde sagen, ja, aber es können Leute gerne auch in die Kommentare schreiben. Ist auch natürlich Geschmackssache, aber es ist zeitlos und schön. Also die Hinterradstrebe ist ja schwarz und ja. Ist ein Fully. Ist ein Fully, ein SUV, aber kein normales SUV. Das Problem bei den SUVs, die wir immer hatten, ist, die Hersteller sind hingegangen, haben einen Mountainbike-Rahmen genommen, Schutzbleche dran gemacht, Gepäckträger, fertig. Die Leute haben sich draufgesetzt, hatten Rückenschmerzen, das war denen einfach immer noch zu sportlich. Hier ist Guterreit einen anderen Weg gegangen. Die haben fast 300.000 Euro bezahlt, um eine neue Plattform zu entwickeln. Die haben einfach nicht so eine Plattform genommen, was es auf dem Markt gab, sondern sagen, wir entwickeln mal eine Plattform für uns. Du sitzt ganz aufrecht, also ein sehr, sehr bequemer. Genau. Das Ziel war, okay, wir machen ein super komfortables SUV-Rad. Und das ist hier dann auch gelungen. Du siehst, der Lenker ist extrem weit oben, die Winkel sind anders. Deswegen, ich sitze hier sehr komfortabel drauf, hab aber trotzdem einen Fully. Die meisten, die viel Geld ausgeben, lassen sich inspirieren von so Marken so wie Moonraker. Das muss möglichst sportlich aussehen. Ich darf ja nicht zeigen, dass ich eigentlich nur ganz normal Fahrrad fahren will in der Innenstadt. Das geht jetzt zurück. Die Leute sagen, das ist mir vollkommen egal. Es darf ein Fully sein. Es darf aber auch wieder ein bisschen mehr nach Trekkingrad aussehen, oder? Genau. Also die meisten Leute wollen halt einen Porsche 911, aber mit einem Komfort von einer S-Klasse. Verbrauch soll so sein wie ein Smart und die sollen so viel Platz haben wie ein riesen SUV. Das alles miteinander zu kombinieren, ist halt nicht möglich. Es ist in der Fahrradbranche genauso. Viele Kunden wollen einfach so eine krasse sportliche Optik, aber auch Komfort und dann auch natürlich auch die Alltagstauglichkeit. Es ist immer schwer, so einen Mittelpunkt zu finden. Aber hier ist es gelungen. Viele Leute, die sagen, okay. Was das ich gemacht habe bei meinem Spitzing? Ich habe einen extrem gekröpften Zubehörlenker genommen. Der sieht schon mal scheiße aus, ja. Aber er ist sehr bequem. Habe Ergongriffe drauf gemacht. Also alles das, was du hier schon hast, ja. Also ich habe es eigentlich so umgebaut, habe den Vorbau hochgelegt, damit es höher ist, ja. Und hatte danach auf einmal ein sportliches Rad. Also was aber bequem war. Genau. Das wollen halt die Leute, sportliche Optik und Komplexität. Und ich habe bei vielen Rädern einfach Vorbauerhöhungen. Ich habe so viele Änderungen vorgenommen bei den Kunden. Aber hier hat Guterreit einfach richtig nachgedacht und gesagt, hier, was wollen die Kunden eigentlich? Die wollen Komfort, die wollen SUV und das Fahrrad soll dann nicht zu Oma-mäßig aussehen, es soll aber trotzdem schön aussehen und zeitlos. Und das ist dann bei diesem Rad auch gelungen. Jetzt bin ich aber beleidigt, ich bin ja schon Opa, aber hier diese... Schon Opa. Ja klar, gratuliere. Dreifacher Opa. Oh, dann kommt natürlich dreimal. Und das Coole hier ist natürlich die Vorbauerhöhung, die macht den Komfort und viele greifen da natürlich ins Zubehörregal, kann man machen, aber hier kriegst du eigentlich diesen Komfort mit eigentlich Technik aus dem Mountainbike. Wir reden ja hier von Profitechnik aus dem Mountainbike, Bosch Performance CX. Genau, und es ist ja auch nicht nur der Vorbau, sondern auch die Winkeln von dem Rad, wie der Rahmen hier geschweißt ist. Es ist alles sehr, der Lenkwinkel etc. ist alles auf Komfort geschnitten. Hier ist der Lenkwinkel viel, viel aggressiver. Ne? Das Downhill reicht, fast. Wenn ich einfach Schutzbleche, Gepäckträger mache, dann ist es ja kein SUV. Trotzdem ist der Rahmen ja sportlich geschnitten. Das ist für einen anderen Einsatzzweck gemacht. Das ist ein Enduro-Rad oder ein All-Mountain-Rad. Und hier sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Also Probefahren, ganz wichtig bei dem Fahrrad. Du bietest das an, man kann es fahren, aber man sieht dem Fahrrad ja schon an, dass du eine sehr aufrechte Sitzposition dann später hast. Dann ist der Sattel natürlich besonders wichtig. Kann ich hier mir einen Zubehörsattel nehmen, wenn ich jetzt sage, der sieht schon sehr bequem aus, der wird wahrscheinlich bei mir direkt funktionieren, was auch die Sattelbreite angeht, aber da kann man noch ganz viel rausholen, oder, aus dem Sattel? Rausholen, du kannst dann, wenn jemand einen Sattel hat, der sagt, das ist mein individueller Sattel, der kann das ohne Probleme hier drauf tun. Ein Brooks-Sattel wird ja sehr oft genommen, das ist ja so Hartleder, was sich dem Beckenknochen quasi formt, alles ist machbar. Und hier, der Trail-Sattel ist gar nicht so schlecht, was ich hier machen kann, brauche ich aber nicht, noch zusätzlich ein Parallelogramm nachrüsten, aber es bringt brauchst eigentlich du nicht. Nichts. Du hast ja Fully. Weil du hast einen Fully, aber viele machen es trotzdem. Verstehen tue ich es nicht, aber die Kunden können es gerne machen, wenn sie darauf bestehen, dass da noch mehr Komfort reinkommt. Ich bin der Meinung, da kommt nicht mehr Komfort. Du hast einen riesen Ständer, zeige ich mal gerade hier hinten. Und das Coole ist, dass der direkt komplett integriert ist. Wir haben also jetzt nicht irgendeine Anbaulösung. Das hast du ja oft bei Mountainbikes nicht. Da gibt es keinen Ständer.
sehr oft nichts. Und hier habe ich quasi einen Ständer, was halt schön im Hinterbautstrebe. Der ist auch noch einstellbar, das ist das Schöne. Also je nachdem. Von der Höhe, genau. Von der Höhe. Kannst du auch noch machen. Besonders ist natürlich auch hier wurde bei der Bremse nicht gespart. Wir haben hier eine DXD-Bremse, funktioniert einfach einwandfrei. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum Gepäckträger. Ne? Das ist jetzt, das sieht robust aus, der ist aber auch robust. Ne? Also das Licht finde ich genial. Es ist eins der von Supernova, eins der hellsten Lampen der Welt. Das sieht jetzt so harmlos aus, obwohl es so klein ist. Ich gucke jetzt schon mal nicht rein, weil den Fehler habe ich einmal gemacht. Es ist so irre Licht. Stark, dass du sogar von der Seite eigentlich nicht reingucken kannst. Es ist fast zu hell, oder? Es ist wirklich hell, ja. Obwohl es so klein aussieht, ist aber auch schön. Es ist so irre hell. Also ihr müsst das mal in echt sehen. Es sieht so aus wie das Licht von der Harley, von der getunten Harley, wenn du die da hast. Und hier vorne siehst du, da ist jetzt mal eine Top-Schaltung drauf. Auch hier hat man nicht gespart, eine XT-Schaltung. So sieht's aus. Ich habe hier die XT11-Fachschaltung. Die beste Schaltung von Shimano. Sanft, sehr präzise, Gang nach Shift, after Shift, sagen die haben ja. Also das ist einfach super, super, super sauber und auch langlebig. Luftfeder? Wir haben hier eine Luftfederung und auch eine Fernlichtfunktion, wenn ich will. Das Interessante ist das Licht. Das brandneue Lighthammer-Licht ist hier drauf. In dem Fall sogar das 130 HB. Auch hier gilt, bitte stellt das Licht ein. Reingeguckt, also, da wirst du blind. Bin ich gerade ein bisschen blind. Bitte mach's nochmal an. Also das müssen wir einmal sehen. Ich zeig's euch mal gerade. Da ist die Scheibe, da reflektiert das Licht. Und selbst da kriegst du schon ein Heft. Aber hier, wenn du hier direkt reinguckst, also hier die Kamera, man kann es nur ahnen. Ist das Fernlicht an jetzt eigentlich? Nein. Mach mal an. Fernlichtfunktion. Ändert sich jetzt nicht so viel, aber der Winkel ändert sich. Also jetzt kann man es ein bisschen sehen. Und das Ganze hat Fernlichtfunktion. Diese Lampe hier ist sensationell in Verbindung natürlich mit dem Best-3-System und der Integration. Das ist mir eben schon aufgefallen, dass eben nicht dauernd das Display kaputt ist, wenn du irgendwie mal irgendwie dagegen kommst. Es ist perfekt schön integriert. In der Mitte, ja. Integriert und da hat er seinen Platz in der Mitte und genau, der Platz hier wird dann natürlich nochmal ausgenutzt. Vorteil ist bei dem Vorbau, dass der auch nochmal super stabil ist. Ne? Ich habe kein Spiel drin. Best-3-System mit eingebaut. Sprich, du kannst das Display auch abmachen, du kannst dein Handy drauf machen, du kannst alles machen, was du willst. Alle Möglichkeiten der Welt hast du. Range Extender, ja, ist ja ganz neu. Ist es denn zugelassen? Weil das ist ja in der Software hinterlegt, ob diese 2 Kilo... Ne? Von Bosch nochmal, ja, ein Range Extender irgendwann mal, kannst du natürlich auch nochmal nachrüsten. Sieht aus wie eine kleine Dose, so ein rechteckiges Brotdose, die kommt dann drauf und die wird dann einfach nur an die Ladebuchse angeschlossen, kommt hier drauf, kommt hier oben rein mit einem kleinen Käbelchen, wenn man das denn braucht, denn der Akku, der hier drin ist, da ist ein 1130 Wattstunden Akku drin. 625. 625er. Warum nicht 750? Hat einen einfachen Grund. Die meisten. 750er ist lang. Der 750er. Also, 750er ist in der Regel so ein Stück 10 cm länger. Erstmal auch schwerer. Und bei vielen Rahmengrößen, SML, ist es fast nicht möglich, den hier unterzubringen. Das heißt, wenn ich das Ganze mit einer Schlosskonstruktion mache, mein Schloss ist ja auch so ein Klotz hier, muss es wegfallen. Und dann kann ich meinen Akku nicht mal rausnehmen. Das ist der Grund, warum viele Hersteller wie Mountrecker oder auch Stevens, aber auch in Zukunft ein paar mehr, Fahrräder rausbringen mit fest verbauten Akku. Das wollte halt Gude-Reit nicht, weil Gude-Reit gesagt, das ist für Pendler, die müssen vielleicht zur Arbeit, können das an der Arbeit nicht laden, die müssen den Akku rausnehmen, deswegen nehmen wir den 625er hier. Aber der 700er zu 625er hast du auch nur 10 Kilometer mehr Reichweite. Viel mehr macht Sinn für Vielfahrer, einen Range Extender hier dran zu machen mit 300 Wattstunden. Da habe ich jetzt 300 Wattstunden extra drauf, kann aber trotzdem beide Akkus abnehmen. Und das ist halt die schlauere Wurzel. Das heißt, du hast dann statt 625 fast 1000 Wattstunden, die du nutzen kannst. Das Ganze auch zum kleinen Preis. Du kannst einen zweiten Range Extender sogar mitnehmen, kannst ihn als Reserve sogar mitnehmen. Den kannst du ihn sogar aufflanschen, wenn du ihn brauchst. Das ist sehr interessant, gerade für Leute, die lange Touren machen im Turbo-Modus. Die sagen, ich will mal die Sau ein bisschen krachen lassen. Und dann hast du so eine Art Reservekanister eigentlich im Rucksack drin. So sieht's aus. Ja. Plug and Play.
sitzt du drauf und dann hast du nochmal Reichweite. Aber den Range Extender benutzt du auch nur für Touren, wo du weißt, okay, heute will ich mal 200 Kilometer fahren. Hab ich schon öfter mal gemacht. Also ja, hier. Aber, wenn du jetzt weißt, okay, ich will jetzt nochmal kurz zu Aldi was Kleines kaufen, ne, dann nimmst du den Range Extender natürlich nicht mit. Und das ist halt der Vorteil, dann kannst du abmachen, dann ist das Fahrrad auch wieder 2 Kilo leichter. Also XT-Bremse, Luftfederung drin, eine ordentliche Schutzblechausstattung. Auch hier bitte mal dran klopfen. Ich will mal hören. Also Kunststoff? Nein, kein Plastik, also wirklich was Robustes. Alu. Was nicht flattert, Alu, schön, leicht und auch ja, gut lackiert, passt. Oh, sehr schön. Heiß ist der Preis, muss man sagen. Ihr könnt nämlich hier sehen, wir sind bei knapp 5.100. Das ist wirklich ein Hammerpreis. Also in Verbindung mit XT, Full XT von Gooderide. Gooderide kommt aus Ohio. Ohio in Deutschland. Ja, Bielefeld. Ja. Das letzte Familienunternehmen in der Fahrradbranche. Da ist quasi der Chef noch mit in der Firma. Die Tochter etc. Der hat die Verantwortung. Und ich finde es schön, dass es noch Familienunternehmen gibt, die irgendwie das Risiko auch eingehen. Schauen die eigentlich unsere Videos schon mal, die Gooderides dieser Welt? Könnte ich dem Herrn Gooderide mal schicken. Da kannst du ihn mal grüßen, wenn du willst. Ja, den können wir doch sofort grüßen und dann mal den gucken, ob der groß ankommt. Ein. Genau. Vorname? Tobias. Tobias Gooderide. Wenn du das Video siehst, heute filmen wir für euch am 14. September 2023. Wir besuchen euch gerne in Bielefeld, können wir das Werk zeigen, wenn er will. Alles echt? Kein Problem. Sollen wir machen? Können wir machen zusammen. So. Tschüss. Ciao. Achso, wir müssen noch sagen, wo wir sind. Wir sind in Gießen. Gießen Switchbike Bornemann. Genau, das Fahrrad könnt ihr bei uns online auf switchbike.de bestellen oder einfach eine E-Mail an die info@switchbike.de. Könnt sagen, wann ihr kommen wollt, könnt hierher kommen, das Fahrrad Probe fahren, Leasing, Finanzierung, alles ist kein Problem. Dieses Jahr ins 100 Jahre Bornemann, Switchbike Bornemann und interviewt habe ich Majid Bornemann. Majid Bark, genau. Majid Bark, also fast. Das B stimmt ja schon mal. Das B stimmt schon mal, ja.